Hello again und herzlich willkommen bei CSR Automotive. Wie ihr sehen könnt, sind wir heute on the road. Und was wir hier genau machen, seht ihr nach dem Intro. So, wie ihr sehen könnt, habe ich einen Heckflügel in der Hand und ich zeige euch heute, dass man so Bauteil auch ganz problemlos hier auf dem Parkplatz oder daheim vor der Haustür montieren kann. Natürlich von Vorteil, wenn das Wetter sauber ist. Wie immer fangen wir zuerst an, gucken uns die Passgenauigkeit an. Zuerst immer kontrollieren. Am besten geht ihr dann her und legt natürlich das Teil einmal ans Fahrzeug an und richtet es so aus, wie es später montiert sein soll. Wichtig ist hier die Kante zu übernehmen, ebenso auch hier die Flucht vom Heckflügel, ein bisschen weiter nach hinten kann er. Das gleiche schaue ich mal auf der anderen Seite an. Und wenn man jetzt so drauf fliege habe, überall die Konturen sehen sauber aus. Hier hinten haben wir auch einen schönen Abschluss. Also das passt im Großen und Ganzen. Dann können wir jetzt natürlich direkt mit der Reinigung beginnen. Wichtig ist, das Fahrzeug vorher geputzt zu haben. Ich gehe immer gern her, nehme nochmal einen handelsüblichen Glasreiniger und mache einfach nochmal genau die Klebefläche hier sauber. Und im Lieferumfang habt ihr natürlich auch den 3M Surface Cleaner, der dafür da ist, um nochmal die letzten Fett- und Silikonrückstände von der Oberfläche runterzunehmen. Das Tuch ist schon vorgedrängt mit der Reinigungsflüssigkeit. Und auch hier einfach die Klebefläche entlang fahren, dass das alles schön sauber wird. Umso besser hebt dann natürlich das Klebeband auch. Ein leichter Film, der vielleicht drauf ist, tun wir gerade noch mal mit dem trockenen Tuch abreiben und dann können wir den Heckflügel vorbereiten. Ich gehe jetzt immer gern her und ziehe hier eine Ecke langsam ab. Und jetzt nehme ich noch Kreppband dazu und tue mir quasi diese Fläche hier von der Schutzfolie noch mal eintape, weil dann kann ich es nämlich gleich super abziehen. So, einmal umlegen, die eine Seite nach links und die andere Seite nach rechts ziehen. Und jetzt können wir das Ganze ausrichten nochmal. Hier beim E88 oder E82, wo dieser Heckflügel passt, haben wir den Vorteil, dass er genau hier bündig absteht und wir natürlich die Kontur super übernehmen können. Daher haben wir hier später keine Probleme, dass sich hier irgendwie ein Verzug bildet. Einfach hier vorne absetze und jetzt Stück für Stück das Klebeband rausziehe und anfange anzudrücken. Jetzt arbeiten wir uns von der einen Seite zur anderen durch. Und jetzt ist es wichtig, nochmal ordentlich das Klebeband anzudrücken, damit es natürlich eine ordentliche Haftung auf dem Heckdeckel entwickeln kann. Und wir können dann auch schon die Schutzfolie abziehen. Und wie ihr sehen könnt, im Handumdrehen habe ich jetzt den Heckflügel montiert, also überhaupt gar keinen Stressbedarf hier. Das Ding ist im Handumdreher drauf, auf super Parkplatzwetter. Geilere Sache gibt's doch nicht. Und ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr den Heckflügel findet und ob ihr die Montage auch so toll findet wie ich, dass das problemlos hier im Freien machbar ist. Wir sehen uns dann natürlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Major look, huh? Yeah, this one is for the books. All these chances I took still. I move straight on these rooks now. Hold me up or hold me down, have my back or hold my crown. Either you with me or not, but you better give all you got, cause I break the chains.